Willkommen bei einer neuen Folge von 4x4 Passion. Mein Name ist Peter und das ist Carsten. Carsten wird mir heute helfen bei dem Wechseln eines Kreuzgelenkes bei einem Jeep Wrangler JK. Wir wollen heute Folgendes machen. Wir wollen hier dieses Kreuzgelenk erneuern, weil es ausgeschlagen ist. Das will ich euch mal kurz zeigen, wie man das prüfen kann. Und ihr werdet sehen, dass wir hier axiales Spiel haben. Dieses Spiel sollte axial bei 0 sein. Carsten, dreht jetzt mal das Rad. Stopp. Hier seht ihr, hier haben wir überhaupt kein Spiel. So sollte es eigentlich sein. Aber da wir ja an dieser Stelle Spiel haben, müssen wir das komplette Kreuzgelenk erneuern. So, wir fangen an. Wir demontieren den Reifen, nehmen den Bremssattel ab, schrauben das Radlager raus und können dann die Steckachse ziehen, um das Kreuzgelenk zu wechseln. Den Bremssattel, den hängen wir jetzt hier oben einfach auf, dass er uns nicht runterfällt. Gut. So, jetzt können wir hier sehr gut sehen den ABS-Sensor, den schrauben wir auch raus. Ist das eigentlich bei allen Jeep-Typen identisch oder gibt es da Unterschiede zwischen Sahara und Nee, bei den JKs ist das hier alles das Gleiche. Da machen wir erstmal weiter, wenn wir dieses Blech an der Seite haben. Dafür müssen wir jetzt hier diese 1, 2 und auf der anderen Seite 3 Schrauben lösen. Die haben hier so einen komischen Kopf. Das ist ein 13. Und jeder kennt diese Schraubenschlüssel und das ist genau diese Verzahnung. Ein Doppel-Sechskant oder auch Zwölfkant, der passt da genau drauf. Oder eben eine passende Nuss. Viele kennen nur diese Sechskantnüsse. Diese Sechskantnüsse, die passen nicht. Aber diese Nuss gibt es auch mit dieser Kontur. Und die braucht man dann zwingend, um da mit einer Nuss zu arbeiten. Das ist die zentrale Mutter von der Steckachse. Hier sitzt ja nochmal eine Verzahnung drin. Und die müssen wir natürlich lösen. ABS-Sensor. Ich muss mal ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Mal sauber machen. Und das ist die Radlagereinheit. Sollte mal das Radlager kaputt gehen, ist das ein Komplettteil. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir dieses Kreuzgelenk rausgepresst kriegen. Wie ihr seht, haben wir hier einen sogenannten Axle-Tube-Seal, der verhindert, dass hier ungehindert Wasser oder Schmutz in das Achsrohr eindringen kann, weil der eigentliche Simmering, der das Differential davor schützt, dass das Öl da rausläuft oder das Schmutz reingeht, der sitzt erst hier. Das heißt, das ganze Rohr ist eigentlich im Normalfall frei zugänglich für irgendwelche Medien wie Schmutz, Wasser, Staub etc. pp. Und wenn man diesen Einsatz nimmt, der ist also nicht sägenmäßig. Der ist nicht sägenmäßig. Sägenmäßig ist hier einfach nur so eine ganz einfache Plastikkappe drauf, die sich mitdreht.
Hier kann man aber, wie ihr an dem Schmiernippel seht, Fett reingeben, sodass hier im Grunde genommen schon eine hermetische Abriegelung oder Abdichtung ist. Und somit bleibt das Rohr immer sauber. Empfehlt ihr das? Auf jeden Fall. Ein eigentliches Must-Have, wenn man damit ins Gelände fahren will, vor allen Dingen Matsch, Schmutz, Wasser. Was demontierst du jetzt? Das sind die Schmiernippel. Dieses Kreuzgelenk hat an jedem Topf einen Schmiernippel. Da muss man mit so einer Nadelspitze rein. Also nicht mit diesem normalen Schmierkopf, sondern mit einem spitzen Schmierkopf. Der muss da reingedrückt werden oder draufgedrückt werden und dann muss gepumpt werden. Das ist das Neue, was wir da jetzt einbauen. Hier kommen so Klipse rein. Man kennt das ja oft, dass die Klipse hier oben sind, damit die nicht von alleine rausfallen. Hier sind die aber innen. Und die darf man natürlich nicht vergessen, beim Pressen vorher rauszumachen. So, wenn man jetzt diese vier Sicherungssplinte oder Sägeringe, Sicherungsringe entfernt hat, dann kann man dieses Kreuzgelenk Hilfe so einer Presse relativ gut auspressen. Was man auch noch machen sollte, warte mal Carsten, ist sich vielleicht dieses Kreuzgelenk im Verhältnis zu diesem Kreuzgelenk markieren, damit der immer wieder genau so montiert ist. Das heißt, wir machen uns jetzt hier eine Markierung und da eine Markierung, sodass wir beim Zusammensetzen genau so dieses Kreuzgelenk und nicht um 180 Grad verdreht wieder einbauen. Jetzt haben wir den ersten Topf raus und jetzt muss die ganze Sache wieder in die andere Richtung gedrückt werden, damit wir auch den anderen Topf rauskriegen. Die werden aber nicht mehr weiterverwendet. Nein, das kommt jetzt alles neu. Warum machst du das jetzt? Einfach mal, das können wir jetzt im ausgebauten Zustand einmal richtig reinigen. Ihr seht, durch das Fett und Abschmieren ist hier ordentlich Dreck mit bei, der sich anheftet. Bevor wir jetzt alles wieder zusammenbauen, einmal richtig reinigen. Vielleicht ein bisschen den Rost abmachen, die Passung etwas ausschleifen und dann geht das nachher auch besser rein. So, dieses Kreuzgelenk ist ja nur oder wird ja nur dafür benutzt, hier kommt meine Kraft mehr oder weniger vom Getriebe als Antriebskraft an und ich will jetzt das Rad bewegen. Jetzt will ich das Rad aber gleichzeitig noch lenken. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie hier eine Bewegung reinkriegen. Und dafür ist so ein Kardangelenk gut. Bei jedem Fronttriebler, PKW, wird das über ein Gleichlaufgelenk oder Homokinet gelöst. So ein Homokinet ist im Grunde genommen wie so ein Kugelgelenk. Das hat der Jeep zum Beispiel an der Kardanwelle. Da hat er so ein kleines Kugelgelenk. Der Defender hat das hier vorne auch als Homokinet oder als Gleichlaufgelenk in dieser komplett verschlossenen Achskugel. Hier liegt das beim Wrangler JK oder eigentlich bei jedem Jeep vorne frei. Deswegen bauen wir auch abschmierbare Kreuzgelenke rein und keine Kreuzgelenke, die eine sogenannte Lifetime-Schmierung haben, weil die halten nämlich genauso lange, wie da Fett drin ist. Und wenn das Fett weg ist, geht's kaputt. Wie oft muss man die abschmieren? Ja, ich würde mal sagen, wenn ich damit im Gelände war, würde ich nach dem Geländeausritt auch schon wieder abschmieren. So, es gibt zweierlei Arten von Sägeringen.
Wir hatten bei dem diesen hier. Bei dem alten. Bei dem alten. Und bei dem neuen Kreuzgelenk liegen immer zwei Sätze bei. Einmal diese hier, die wir auch hatten, und diese hier. Je nachdem, was ich hier für einen Achsstummel habe. Ne? Bei diesem hier zum Beispiel, da komme ich mit diesem Ring gar nicht hier hinten rein, weil hier eine Ausfräsung fehlt, die hier aber vorhanden ist. Hier komme ich mit dran. Bei diesem anderen nicht. Bei dem anderen muss ich den nehmen und von vorne reinklicken. Bei denen muss ich nur dran denken, dass ich die vorher, bevor ich das Kreuzgelenk einsetze, auch da drauf mache. Ne? Weil jetzt führen wir das Kreuzgelenk ohne die Töpfe ein. Und wenn ich jetzt diese Ringe nicht schon drauf habe, die kriege ich hinterher nicht wieder drauf. Jetzt setze ich von hier aus diesen Topf drauf und muss jetzt den Topf einpressen. Oh, der geht aber schon sehr leicht. Mit der Nase. Hier vorne auf der Seite am Kreuzgelenk seht ihr so eine kleine Phase. Die dient dazu, wenn ihr das Kreuzgelenk in die einführt in die Achse, dass ihr unten hier an dem Punkt auch vorbeikommt dann. Hier einmal den Ring drauf. Genau. Jetzt haben wir den Sicherungsriegel oben in die Phase reingemacht und den müssen wir jetzt im Prinzip bis hier oben dran pressen. Gut. Jetzt müssen wir den Topf natürlich wieder runterpressen, damit der hier, damit wir den Sägering kriegen, weil wir sehen ja jetzt hier zwar die Nut, aber hier an der Seite noch nicht. Ne? Diese Nut muss ja jetzt umlaufend zu sehen sein, damit wir den Sägering überhaupt da reinkriegen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den Sägering da reinkriegen. Jetzt ist er. Ja. So, jetzt sind die Sägeringe drin. Warum machst du das jetzt? Damit eine eventuelle Verspannung rausgeht. Läuft schon leichter. Die sind ja jetzt eingepresst und irgendwo auch ein bisschen verspannt. Und damit sich diese Verspannung löst, kriegt man hier mal so ein paar Impulse drauf und dann ist die Verspannung sofort weg. Das machen wir gleich, wenn wir das andere Teil drauf haben, natürlich auch nochmal. Jetzt hatten wir ja vorher uns Markierungen gemacht, nämlich hier haben wir einen Körner und hier haben wir einen Körner. Das heißt, so muss das Ganze wieder zusammen. Dann müssen wir erst wieder die Sägeringe drauf machen. Ja, jetzt darfst du nämlich eigentlich nicht so pressen. Jetzt musst du den hochhalten, sonst machst du den Ring kaputt. Den musst du jetzt im Grunde genommen... Siehst du? Ja, so gut reinlegen. Ha? So unten reinsetzen, kleine Nüsse oder so. Wo? Unten? Wolltest du so machen? Ja, so.
So, jetzt machen wir wieder den Sägering rein. Der Platz hier hinten drin, hier hinten, der ist nicht groß. Und dieser Sägering wird nach hinten hin dicker. Deswegen sollte der nicht so montiert werden, sondern so. Damit der hier hinten auch Platz hat zum Öffnen und drüber schieben. So, jetzt der letzte verbleibende Topf. So, jetzt merkt ihr hier, das ist total leicht. Aber der geht nicht von alleine runter, weil da noch diese Verspannung drauf ist. Und so ist die Verspannung raus. Also er sollte schon mehr oder weniger von alleine runterfallen, weil wenn er das nicht tut, ist da einfach zu viel Spannung drin. Jetzt setzen wir die neuen Schmiernippel ein und schmieren die sofort ab. Wenn man die jetzt nicht regelmäßig abschmiert, dann könnte es schon sein, dass sich in irgendeiner Form da Schmutz reinsetzt oder Korrosion entsteht und dann kriegt man Schwierigkeiten, die überhaupt noch mal abzuschmieren. Wenn ich etwas habe, was ich abschmieren kann und da ist ein Schmiernippel dran, dann bin ich auch verpflichtet und verdonnert, das regelmäßig zu machen. Sonst brauche ich kein Teil, was ich mir abschmieren kann. Dann nehme ich lieber ein Teil, was nicht abschmierbar ist und tausche das nach Ende der Lebenszeit dieses Bauteils einfach aus. Wenn ich einen Schmiernippel verbaue, dann muss ich den auch regelmäßig schmieren. Sonst brauche ich das nicht machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit habe, mit so einer Nadelpresse vernünftig arbeiten zu können, auch am Auto, das habe ich auch schon gemacht, dann nehme ich mir einen Schmiernippel, komm mal mit, Carsten, zum Beispiel hier. Dann schraube ich den ab, diesen Schmiernippel, der hat das gleiche Gewinde wie den ich jetzt verbaut habe. Schraube den hier rein und kann dann mit einer Fettpresse die diesen Schmierkopf hat, der nämlich für diese Schmiernippel auch vorgesehen ist und kann vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben als mit so einer mehr oder weniger Stoßfettpresse. Wäre auch eine Variante, wenn man vielleicht dann doch mal geschludert hat, um dann noch wieder Fett reinzukriegen. Wichtig ist eigentlich, man sollte abschmieren in dem Augenblick, wo kein Druck auf dieser Welle ist. Das heißt, wenn es geht, ebene Stelle, kein Gang eingelegt und das Fahrzeug könnte rollen. Wenn ich da jetzt so eine Verspannung drin habe, dann könnte es sein, dass ich da kein Fett reinkriege. Genau, so ansetzen. Die Kugel, die da drin ist. Drin ist eine kleine Kugel, die im Prinzip das Loch versperrt. Die muss ich im Prinzip reindrücken. Genau. Wenn man hier oben was drin ist. Ja, jetzt kommt es noch. Film mal hier unten. Siehst du das? Hier sieht man jetzt zwischen der orangefarbenen Kappe und dem Stahl, dass sich da jetzt, dass da jetzt Fett rauskommt. Das reicht ja schon.
das sollte man tatsächlich bis zu dem Punkt, dass man das Fett sieht, auch machen. Weil dann ist man sich sicher, dass da Fett drin ist und auch kein Wasser mehr und auch kein Schmutz. Nochmal ein. Also zu viel ist nicht schädlich? Nein, auf gar keinen Fall. Irgend besonderes Fett oder ganz anderes Fett? Das ist so ähnlich wie, warte, der ist nicht richtig fest. Das ist so ähnlich wie, welches Motorenöl nehme ich? Oder dusche ich mich mit Duschzeug A oder B? Man kann ganz normales Hochleistungs- oder ganz normales EP2-Fett nehmen, was man auch in der Landwirtschaft für Bolzenverbindung nimmt. Oder man nimmt halt so ein hochwertigeres Lithium-verseiftes, hier jetzt schön rausgekommen. Irgend so ein lithiumverseiftes, wasserfestes Fett aus dem, zum Beispiel aus dem Bootsbereich, dieses Stauferfett für die Stiefenrohre, das schadet nicht. Habe ich da unter dem Wagen so viel Platz für so eine große Klasse? Ja, du stehst ja, wir simulieren das gleich nochmal, gut. Wir stehen ja nicht unterm Auto, sondern wir stehen ja vor dem Auto. Ja, jetzt ist da. Guck mal. Hier stehe ich ja. Und muss im Grunde genommen. Also man kann es schaffen. Ja. Und daher gibt es auch keine Entschuldigung, das nicht zu machen. Richtig. Das ist mit Fleiß, hat was mit Fleiß zu tun. Man kann das auch lassen, da muss man einfach nur regelmäßig die Kreuzgelenke tauschen. Und das ist ein bisschen aufwendiger, als mal eine Stunde Zeit zu nehmen und sich mit dem Fahrzeug auseinanderzusetzen und mal ein bisschen abzuschmieren. So, Montage in umgekehrter Reihenfolge. Als erstes die Steckachse rein. Jawohl, das andere Rad dreht sich mit, hat Kontakt. Und jetzt alles nur noch wieder zusammenbauen und alles ist schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann einmal liken, am besten noch ein Abo dalassen.